Ja, herzlich willkommen und erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Frau Dinter und ich ergreifen gerne jede Gelegenheit, die Initiative Demenzpartner und unsere Schulungsmaterialien vorzustellen. Also deswegen vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Anna Gaußmann. Frau Dinter werden Sie aber auch noch im Laufe der Veranstaltung kennenlernen. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt und ich beginne jetzt einfach mal. Ich hoffe, Sie sehen alle die Bildschirmpräsentation. Ansonsten fallen Sie mir bitte ins Wort. Bevor ich tatsächlich auf unsere neuen Schulungsmaterialien zu sprechen komme, die sich an Mitarbeitende richten, die in stationären Einrichtungen arbeiten, aber keine explizite Betreuungsaufgabe oder Pflegeaufgabe eigentlich innehaben, möchte ich eigentlich auch ganz gerne nochmal die Deutsche Alzheimer Gesellschaft vorstellen, denn die steht tatsächlich hinter der Initiative Demenzpartner. Ich hoffe, Sie alle haben schon mal die Deutsche Alzheimer Gesellschaft gehört in Ihrem Arbeitskontext hoffentlich. Ja, wir sind eine Selbsthilfeorganisation. Wir arbeiten bundesweit mit angeschlossenen Mitgliedsgesellschaften, die tatsächlich die ganzen Beratungsaufgaben übernehmen. Wir als Deutsche Alzheimer Gesellschaft, wir sind eigentlich ja der Dachverband, der Bundesverband. Aber unser aller Hauptziel ist natürlich die Verbesserung der Situation von Menschen mit Demenz und ihren Familien. Aber wie gesagt, wir als Dachverband sind jetzt gar nicht direkt in der Betreuung tätig, sondern wir haben eigentlich eher so ein paar andere Aufgaben inne. Also zum einen sind wir vor allem auch die Interessensvertretung von den Betroffenen und den Angehörigen und das auch auf politischer Ebene. Ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit als Dachverband ist natürlich die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Also Wissen zum Thema Demenz möglichst transparent zur Verfügung zu stellen und das über alle möglichen ja, Broschüren über unsere ausführliche Internetseite. Ja, also unsere Öffentlichkeitsarbeit ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Unser Draht zu den Betroffenen, zu den Angehörigen oder überhaupt zu Menschen, die Fragen zum Thema Demenz haben, das ist unser Alzheimer-Telefon. Dieses Alzheimer-Telefon wird schon seit 2002 betrieben, ist angedockt sozusagen an unsere Geschäftsstelle. Ja, und ist unser Draht zu den Betroffenen, zu den Angehörigen. Und darüber hinaus macht die Deutsche Alzheimer Gesellschaft auch noch ganz viele unterschiedliche Projekte. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, da dreht es sich um die ehrenamtliche Erstbegleitung von Menschen mit Demenz. Oder auch ein Projekt, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, ist Demenz und Migration. Im Zuge dessen stellen wir Materialien in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Und die Initiative Demenzpartner ist quasi auch ein Projekt der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Allerdings, man kann es nicht anders sagen, ein wirklich sehr großes Projekt. Uns gibt es seit 2016, und genauso lange arbeite ich auch schon bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Frau Dinter ist 2022, glaube ich, dazu gekommen und wir beide koordinieren dieses bundesweite Aufklärungsprogramm. Im Mittelpunkt von der Initiative Demenzpartner stehen kompakte Veranstaltungen, die kostenfrei Wissen zum Thema Demenz vermitteln. Also unser großes Ziel ist hier wirklich erste Informationen zum Thema Demenz zu verbreiten. Und wie gesagt, dahinter steht die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Und in den letzten Jahren hatten wir auch einfach schon unterschiedlichste Fördermittelgeber, so drücke ich das mal aus. In den ersten Jahren wurden wir im Rahmen der Scala-Initiative gefördert. Die Scala-Initiative wurde von Susanne Klatten ins Leben gerufen, die BMW-Erbin, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Susanne Klatten hat vor einigen Jahren beschlossen, einen Großteil ihres privaten Vermögens für soziale Zwecke zur Verfügung zu stellen. Und wir waren mit der Initiative Demenzpartner, ich glaube, eines der ersten geförderten Projekte. Wir hatten damals schon eine Laufzeit über 5 Jahre, was, wenn man im Projektbereich arbeitet, wirklich großzügig bemessen ist, so möchte ich das mal ausdrücken. Wir hatten also einfach auch wirklich Zeit und Luft, dieses bundesweite Programm ins Rollen zu bringen und können uns über mangelnden Fahrtwind tatsächlich überhaupt nicht beschweren. Nachdem die Förderung von der Scala-Initiative ausgelaufen ist, wurden wir auch vom Gesundheitsministerium gefördert. Momentan werden wir durch Eigenmittel getragen. Die nationale Demenzstrategie sehen Sie hier auch nochmal, weil es tatsächlich so ist, dass die Initiative Demenzpartner in mehreren Maßnahmen konkret benannt ist und an der Umsetzung beteiligt ist von bestimmten Handlungsfeldern. Unter anderem haben wir auch die Aufgabe übertragen bekommen, Schulungsmaterialien für Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen auf die Beine zu stellen.
Ja, wir laufen schon seit 2016. Letztes Jahr im Juni haben wir die 100.000 Mark-Marke geknackt. Also alle Personen, die so eine kompakte Veranstaltung zum Thema Demenz besuchen, das sind unsere Demenzpartner und Demenzpartnerinnen. Und momentan stehen wir bei 122.726 Personen in ganz Deutschland, die so eine Erstinformationsveranstaltung besucht haben. In erster Linie sind wir eigentlich, ja, eine allgemeine Aufklärungsinitiative. Also unser Wunsch ist eigentlich, dass jede Person vielleicht schon mal was zu Demenz, gehört hat und vielleicht auch schon etwas zu Umgang und Kommunikation. Immer mehr werden aber auch diese kompakten Veranstaltungen in Unternehmen und bei verschiedenen Berufsgruppen angeboten. Ja, gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement finden solche Demenzpartnerveranstaltungen, immer mehr ein offenes Ohr. Oder wir wenden uns natürlich mit dieser Initiative Demenzpartner auch bewusst an Berufsgruppen, die Kontakt haben mit Menschen mit Demenz, obwohl das gar nicht ihr Arbeitsschwerpunkt ist. So haben wir zum Beispiel auch schon Materialien für Bankmitarbeitende, für Mitarbeitende im Einzelhandel, für Mitarbeitende in Apotheken und für den Rettungsdienst. Der Zugang zu den Schulungsmaterialien, da können wir aber auch nachher in der offenen Runde auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also erstmal ganz kurz vielleicht nochmal am Anfang. Unsere Materialien stehen komplett transparent zur Verfügung. Allerdings muss man sich zuvor auf unserer Seite www.demenz-partner.de einmal kostenfrei registrieren, erhält Zugang zu einem geschützten Bereich unserer Internetseite, wo ein Potpourri von unterschiedlichen Schulungsmaterialien dann auf Sie wartet. Unter anderem halt auch unsere neuen Schulungsmaterialien für Mitarbeitende in den stationären Einrichtungen. Unsere Schulungsmaterialien für bestimmte Berufsgruppen erstellen wir in der Regel auch nicht komplett selber. Frau Dünter und ich sind da auch auf Experten angewiesen. Und konkret diese Schulungsmaterialien wurden zusammen mit dem BPA und dem VDAB entwickelt und auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft wurde mit eingebunden. Unsere Kompaktkurse, also unsere PowerPoint-Präsentation, sind in der Regel nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Bevor wir überhaupt in die tiefere Thematik einsteigen, geben wir immer etwas Grundlagenwissen mit auf den Weg. Also das heißt, wir sprechen über die Häufigkeiten von Demenzerkrankungen. Was gibt es eigentlich für unterschiedliche Ursachen für eine Demenzerkrankung und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Der zweite Schwerpunkt in unseren Schulungen bezieht sich immer auf diesen Punkt, wie begegne ich Menschen mit Demenz und was leisten Familien? Und diese berufsbezogenen extra Bausteine sozusagen, die wir zur Verfügung stellen, eignen sich einfach sehr gut bei diesem Punkt, wie begegne ich Menschen mit Demenz, diese dort einzubinden. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir reden hier von kompakten Veranstaltungen. In der Regel sind die auf 90 Minuten angelegt, gerne auch ein bisschen länger, aber Sie merken schon, das ist wirklich ein kurzes Zeitfenster. Und da unsere Erfahrung auch gezeigt hat, dass natürlich sich viele Fragen einfach ergeben nach dem Besuch so einer Veranstaltung, ist es für uns einfach auch wichtig, dass am Ende der Veranstaltung auf weitere Anlaufstellen, Beratungsstellen, Hilfsangebote hingewiesen wird. So viel vielleicht erstmal, wie eigentlich alle unsere Veranstaltungen aufgebaut sind. Und heute geht es ja um die stationären Einrichtungen und die dort anwesenden Mitarbeitenden. Und deswegen haben wir Ihnen jetzt ein paar Folien aus diesen Schulungsmaterialien mitgebracht. In der Regel starten wir eigentlich bei diesen Schulungsmaterialien für die Berufsgruppen. Ja, ein bisschen versuchen wir vielleicht auch die Teilnehmenden mit einzubinden. Und versuchen erstmal herauszukitzeln, welche Situationen, welche Begebenheiten fallen Ihnen denn konkret in Zusammenhang mit demenzerkrankten Menschen ein. Und Sie sehen ja auch schon so ein bisschen unsere Protagonisten in diesen Schulungsmaterialien. Wir konnten jetzt nicht alle abbilden, aber diese Schulungsmaterialien richten sich an ganz unterschiedliche Personengruppen. Das ist von dem Haustechniker zu den Servicemitarbeitenden, zur Hauswirtschaftskraft, zu Servicekräften in der Küche oder dem Personal am Empfang. Alles wird so versucht, ein bisschen mit abzudecken. Konkret zeige ich Ihnen aber gleich nochmal zwei Beispiele, die wir auch, ja, die sozusagen am häufigsten genannt wurden, auch von unseren Kooperationspartnern, als es um die Erarbeitung von den Schulungsmaterialien ging. Vier konkrete Beispiele finden Sie in den Schulungsmaterialien. Das wäre zum einen das Thema Personal wird nicht erkannt.
oder es fehlt etwas, also wenn sozusagen Stehlen im Vordergrund steht oder das eventuelle Stehlen von Gegenständen. Lauftendenzen haben wir mit aufgegriffen und das Warten auf den Transportdienst. Damit Sie mal eine Vorstellung davon bekommen, wie ein Beispiel aussehen kann in so einer Schulung, habe ich Ihnen hier das Beispiel zum Thema Lauftendenzen umherwandern mitgebracht. Ich lese es Ihnen auch kurz vor. Frau Vogt ist unruhig, läuft manchmal stundenlang in den Fluren im Gebäude umher und es gelingt den Mitarbeitenden nicht, sie davon abzuhalten. Manchmal möchte sie auch das Zimmer oder die Station verlassen. Sie zieht dann plötzlich den Mantel an und sagt, dass sie jetzt zur Arbeit oder nach Hause gehen müsse. Vielleicht kommt Ihnen da diese Situation auch schon mal bekannt vor. Und wenn natürlich gerade in dem Flur, wenn Frau Vogt gerade gehen muss, eine Mitarbeiterin steht, die aber jetzt gar nicht in der Pflege verortet ist, ist es vielleicht schon gut zu wissen, wie man vielleicht Frau Vogt dann doch dazu bewegen kann, nicht das Gebäude zu verlassen. All dies wird in diesen Schulungen dann einfach aufgegriffen. Neben diesen Beispielen finden Sie natürlich in den Schulungsmaterialien die ganzen Hinweise und mögliche Lösungsvorschläge. Ein zweites Beispiel dreht sich um das Thema Transportdienst. Tatsächlich war Frau Dinter und ich, war es gar nicht so bewusst, dass Transportdienst oder die Mitarbeiter vom Transportdienst so eine große Personengruppe ist, die vielleicht nicht ganz so viel Wissen zum Thema Demenz haben. Ich weiß nicht, war selber gerade vor kurzem im Krankenhaus und lag viel in Gängen herum und fand das selber schon beängstigend. Und wenn Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen, wie vielleicht eine etwas hochaltrige Person in so einer Situation reagieren würde, wenn sie nicht weiß, wo sie ist, wie lange etwas dauert. Deswegen haben wir dieses Beispiel hier auch mit aufgegriffen. Auch dieses lese ich Ihnen kurz vor. Herr Fischer liegt nach seiner Routineuntersuchung im Krankenhaus seit 2 Stunden in einem Patientenbett, am Rand eines weiten Flures und wartet auf den Rücktransport in seine Seniorenresidenz. Er hat aus dem Bett heraus keine gute Sicht. Woher die lauten Geräusche und die hektischen Bewegungen um ihn herum herkommen und was sie zu bedeuten haben, kann er nur erahnen. Herr Fischer wird zunehmend unruhig und ängstigt sich. Immer wieder fragt er, wohin er gebracht wird, wo er ist und was er ihr überhaupt soll. Also auch hier wäre es natürlich wünschenswert, dass die Mitarbeitenden, die vielleicht zwar gar nicht für Herrn Fischer zuständig sind, aber vielleicht gerade im Gang unterwegs sind, auf diese Ängste einfach adäquat reagieren könnten. Und auch hier finden Sie in den Schulungsmaterialien Lösungsvorschläge und Hinweise dazu. Darüber hinaus sind diese Fallbeispiele natürlich auch immer mit so ein paar Leitfragen verbunden, gerade wenn ja die teilnehmende Gruppe sich vielleicht auch noch nicht so ganz traut, was zu sagen oder ähnliches, um vielleicht einfach auch ja Gespräche anzuregen. Denn unsere Erfahrung zeigt einfach, das ist jetzt nicht nur bei den berufsbezogenen Beispielen so. Erfahrungsaustausch oder was andere an guten Erfahrungen gemacht haben, sind manchmal Gold wert. Das betrifft auch Angehörige, die in der Betreuung von ihren demenzerkrankten Angehörigen betreut sind. Die besten Tipps haben immer die Leute, die wirklich eigene Erfahrungen gemacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch ein paar Leitfragen mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel, welche Gedanken und Assoziationen haben Sie zu dieser Situation? Was denken Sie wären die nächsten Schritte? Worauf würden Sie bezüglich des Umgangs und der Kommunikation achten? Ja, und was könnte vielleicht in Bezug auf schwierige Verhaltensweisen hilfreich sein? Also das vielleicht jetzt nur kurz und knapp, also auch knackig jetzt in Bezug auf unsere Schulungsmaterialien. Wie gesagt, Sie alle können Zugang zu diesen Schulungsmaterialien von uns erhalten, wenn Sie sich bei uns registrieren. Wir haben nicht nur Schulungsmaterialien für die stationären Einrichtungen, relativ frisch sind auch Schulungsmaterialien zum Thema Demenz und Erwerbstätigkeit hinzugekommen. Und gerade arbeiten wir auch ganz konkret an Materialien für hörbeeinträchtigte Menschen. Bevor ich Frau Dinter das Wort übergebe, wollte ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, was wir noch im Rahmen der Initiative zur Verfügung stellen. Jede Person, die in einer Veranstaltung bei uns sitzt, hat die Möglichkeit, auch eine Broschüre zum Thema Demenz bei uns zu bekommen, unseren Demenzpartner-Anstecker, ein kleines Visitenkärtchen der Kommunikation und eine Urkunde. Die Urkunde ist kein Zertifikat oder ähnliches. Ich habe ja schon kurz erwähnt, dass unsere Veranstaltungen kompakt sind, also in der Regel 90 Minuten, vielleicht 2 Stunden. Für ein Zertifikat wäre das wirklich etwas zu wenig. Nichtsdestotrotz wollen wir wertschätzen, dass sich eine Person diesem
Thema gewidmet hat. Und deswegen gibt es eine sogenannte Urkunde von uns. Unterzeichnet ist diese von unserer ersten Vorsitzenden, Frau Kaus, und auch die unterstützenden Ministerien sind dort ja ebenfalls mit abgebildet. Also es gibt einmal Materialien für die Teilnehmenden, aber auch Institutionen können bei uns Materialien anfordern, um einfach deutlich zu machen, dass sie sich der Initiative Demenzpartner angeschlossen haben und im besten Fall vielleicht auch bei sich im Haus eine Demenzpartnerveranstaltung haben durchführen lassen. Um das deutlich zu machen, gibt es dann eine sogenannte Institutionsurkunde für das Unternehmen, für den Verband, für was auch immer. Diese stellen wir auch sehr gerne aus. Und es gibt natürlich auch Materialien, die man auf der Webseite einbinden kann oder auch sozusagen in Form von Aufklebern. So viel kurz und knapp zu meinem Teil. Und jetzt würde ich Frau Dinter das Wort übergeben und sie wird sie mit in die digitale Welt entführen. Vielen Dank. Ich teile auch mal meine Präsentation. Augenblick. So, hier bitte auch wieder die Ansage, falls Sie jetzt nichts sehen, sofort was zu sagen, bevor ich quasi in den Redefluss gerate. Sieht man? Wunderbar. Gut, genau. Ich nehme Sie in die digitale Welt mit. Die Frau Gaußmann hat Ihnen jetzt quasi die Schulungsmaterialien vorgestellt, die für unsere ersten beiden Säulen, sag ich mal, gestaltet sind. Das sind entweder die Präsenzveranstaltungen, wo ein Kursanbieter die Inhalte vermittelt, oder auch in einer digitalen Live-Online-Veranstaltung, wo quasi auch Folien geteilt werden, so wie wir das jetzt gerade machen. Unsere dritte Säule ist das sogenannte Webtraining oder auch E-Learning genannt. Und wie Sie sicherlich nachvollziehen können oder vermuten können, ist das auch so eine Entwicklung der letzten Jahre. Wir kennen das. Auslöser war die Corona-Pandemie, mit der wir uns dann von einem Tag auf den anderen, sage ich fast, in den digitalen Raum bewegen mussten. Bis dato waren tatsächlich die ganzen Demenzpartnerveranstaltungen und Kurse ausschließlich auf Präsenzveranstaltungen ausgelegt. Und eben mit der Pandemie und allem drum und dran hat man nun natürlich auch versucht, den digitalen Raum zu bespielen. Einmal in Live-Online-Veranstaltungen, wie gesagt. Und zum anderen, da muss ich auch noch erwähnen, dass das Bundesfamilienministerium da ein großer Treiber war, weil die erste Programmierung dieses E-Learnings, dieses Webtrainings, hat das Bundesfamilienministerium refinanziert und dadurch ermöglicht, dass wir uns auch diese dritte Säule erobern konnten. Im Grunde ist, Sie sehen hier unsere Protagonistin Christel. Christel führt durch das Webtraining zusammen mit ihrer Familie. Christel entwickelt eine Demenz. Und im Grunde, wenn Sie jetzt nochmal, wenn Sie schon gehört haben, dass die Präsenzveranstaltung, auch die Live-Online-Veranstaltung, die Schulungsmaterialien, die wir da vermitteln, quasi auf eine kompakte Veranstaltung von circa 90 Minuten ausgelegt ist, dann kann ich tatsächlich nochmal sagen, dass das E-Learning oder das Webtraining nochmal kompakter ist, natürlich, ne? Aber es hat sich sehr bewährt. Es ist auch sehr niedrigschwellig. Es ist orts- und zeitunabhängig nochmal. Das ist auch ein großer Faktor, der manchmal eine Rolle zur Teilnahme spielt. Aber trotzdem sind hier alle Themen analog auch zu den Kompaktkursen angeboten. Sie finden dieses Webtraining auf unserer Startseite www.demenz-partner.de prominent auf der Startseite integriert. Man muss sich allerdings dazu nochmal extra anmelden. Also wenn Sie da mit dem Gedanken spielen, dieses Webtraining zu absolvieren, das mal anzuschauen, Sie müssen quasi Ihre E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse angeben und sich ein Passwort vergeben. Und dann können Sie sofort ins Webtraining starten. Da gibt es quasi keine weiteren Voraussetzungen. Vielleicht auch ein Thema zum Datenschutz. Die Kontaktdaten werden, ich meine, quartals- oder halbjährlich auch gelöscht. Also die halten wir nicht für irgendwelche anderen Kontaktaufnahmen vor.
Genau. Das Training ist natürlich sehr textbasiert. Hier erarbeitet man sich die Inhalte selber. Also es muss sehr viel gelesen werden. Es gibt interaktive Elemente. Hier zum Beispiel wird nach dem eigenen Erleben gefragt und man hat eine verschiedene Auswahlkategorie an Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem, was man anklickt und dann auswertet, wird einem dann nochmal quasi erläutert, ob man richtig lag. Es gibt aber auch verschiedene Elemente, die man bewegen kann, so ein bisschen interaktiv. Hier wird zum Beispiel über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten informiert. Und wenn die verschiedenen Elemente, die Sie hier sehen im Bild, auf die Kristall per Mausklick gezogen werden, dann gibt es nochmal weiterführende Informationen. Mal schauen, ob ich das jetzt hier. Ah ja, hier eine medikamentöse Unterstützung wird auf die Kristall gezogen und dann kriegen Sie nochmal kompakte Hintergrundinformationen. Ja, hier sehen Sie nochmal die Kapitelauswahl, also wirklich analog zu den Themen, die Frau Gaußmann schon für den Kompaktkurs vorgestellt hat. Also angefangen mit, was heißt Demenz eigentlich, über das Thema Kommunikation und was leisten Familien, bis hin zu dem Thema Unterstützung und Hilfsangebote. Und natürlich haben wir hier an dieser Stelle auch die Berufsgruppen oder themenspezifischen Hintergründe eingebunden. Das heißt, Sie finden hier aktuell in der Liste unsere Berufsgruppen, die im Grunde ab dem zweiten Kapitel angedockt sind. Da wird man quasi mit dieser Folie im Webtraining gefragt, wofür man sich denn interessiert, also ob allgemein interessiert oder für Banken, Sparkassen, Rettungsdienste. Wir haben Ihnen heute natürlich mitgebracht, dass man tätig ist in einer stationären Einrichtung. Da würde ich Ihnen auch gerade mal als kleinen Teaser die ein paar verschiedene Beispiele zeigen. Einer unserer Klinikverbünde, die auch bei uns Kursanbietende sind, haben dieses Webtraining bereits in ihr Schulungsportfolio aufgenommen. Also das ist zum Beispiel auch kein Problem. Wenn Sie sich noch nicht dazu entscheiden können, zum Beispiel sich der Initiative als Kurs, also als aktive Kursanbieter anzuschließen, besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel auf dieses Webtraining zu verweisen, quasi als allerersten, kleinsten, niedrigschwelligsten Zugang zum Thema Demenz, wo man sich selbst informieren kann. Der Klinikverbund Süd hatte das jetzt schon bei sich nach Fertigstellung eingebunden für seine Mitarbeitenden. Wir freuen uns natürlich über jeden Nachahmer, ne, der die Relevanz erkennt, eben auch diese ganzen verschiedenen Berufsgruppen, die Frau Gaußmann auch schon aufgezählt hatte, die sich so im stationären Setting sowohl in der Altenhilfe als auch im Klinik- oder Krankenhausalltag wuseln, dass diese Personen eben auch informiert und geschult werden, wie man mit Menschen mit Demenz umgehen kann. Hier sehen wir also ein Szenario, dass Christel mit akuten Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert wird. Wir sehen hier im Bild verschiedene Charaktere bzw. Gegenstände, die Sie jetzt hoffentlich so ein bisschen gelb aufleuchten sehen. Und wenn man dann eben mit der Maus hier anklickt, kriegt man auch weiterführende Informationen. Auch hier unterstreiche ich gerne nochmal, wenn wir von kompakten Informationen sprechen, es sind wirklich ja, nochmal in so einem Webtraining reduzierte Informationen, was vielleicht auch im besten Fall den Wunsch auf mehr fördert, sich dem Thema noch detaillierter zu widmen. Ja, auch das Szenario Transportdienst findet sich im Webtraining wieder, hier etwas anders illustriert. Aber wie Frau Gaußmann auch schon gesagt hat, es gehört einfach zu den häufigst genannten kritischen Themen für den stationären Bereich, also vor allen Dingen im Klinik- und Krankenhausaufenthalt für Menschen mit Demenz.
Und auch hier im Webtraining haben wir es aufgegriffen mit den verschiedenen Hinweisen und Tipps zum Verhalten, sowie verschiedene Kommunikations- und Umgangsweisen, wie man eben Menschen mit Demenz den Aufenthalt auch erleichtern kann. Und zwar nicht nur als Pflegefachkraft oder ausgebildete Pflegefachkraft, sondern eben auch als Personal, was trotzdem in den Fluren, Gängen, in den verschiedenen Abteilungen eben tätig ist und auch ansprechbar sein kann, wenn sie geschult und sensibilisiert sind auf das Thema Demenz. Ja, auch dieses Thema wurde schon genannt. Das Thema, es fehlt etwas. Ich habe das Gefühl, es wurde mir etwas gestohlen. Es findet sich irgendetwas nicht wieder. Auch dieses Beispiel findet sich im Webtraining wieder. Vor allen Dingen angesiedelt eher dann so in dem Altenhilfe-Setting-Bereich. Auch hier wieder eine Variante, wie die Informationen aufbereitet sind im Webtraining. Alle Beispiele haben wir jetzt natürlich nicht mitgebracht. Sie sind natürlich aber alle herzlich dazu eingeladen, sich zum Webtraining über unsere Homepage anzumelden und die verschiedenen Themen und auch die verschiedenen Berufsgruppen selber durchzuspielen. Sie haben auch wirklich die Möglichkeit, das ist der Vorteil so ein bisschen vom Webtraining. Man kann es auch pausieren, man kann wieder zurückspringen, man kann an verschiedene Stellen springen und auch diese Auswahl an den verschiedenen Berufsgruppen oder diesen verschiedenen Zweigen, die dürfen Sie auch alle auswählen. Sie können jedes nacheinander abspielen und sich darüber informieren. Ja, aber Sie bemerken bereits schon mit der Darstellung dieser Beispiele, die wir mitgebracht haben oder die ich vor allen Dingen hier im Webtraining anspreche, dass die Informationen nochmal kompakter dargestellt werden. Also ich kann es, glaube ich, nicht oft genug betonen. Meistens hat man nach diesen Veranstaltungen noch mehr Fragen auf den Lippen oder denkt nochmal an andere Situationen. Ist natürlich hier im Webtraining nochmal verkürzter, als wenn Sie quasi in einer Präsenz- oder einer digitalen Veranstaltung teilnehmen, wo eben ein Referent nochmal die Inhalte vermittelt oder wo auch Beispiele und Praxisbeispiele aufgearbeitet werden mit den Teilnehmenden. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass das Webtraining quasi als so ein allererster Zugang, also wenn man quasi noch nicht sich dazu durchringen kann, oh, ich kann jetzt noch nicht alle meine Mitarbeiter in irgendeine Veranstaltung setzen, da kriege ich nicht alle unter einen Hut. Also das Mindeste, was man quasi als Zugang bieten kann, ist eben auch an diesem Webtraining teilzunehmen. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. In Anbetracht der Zeit sind wir auch schon gut vor. Vielleicht noch eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Wir, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, haben vom 10. bis zum 12. Oktober in Fürth, in der Stadthalle, unseren 12. Kongress. Unter dem Motto dieses Jahr Hinsehen, Helfen, Handeln. Wer Zeit und Lust hat, kann sich da informieren. Anmeldungen sind noch auf jeden Fall möglich unter der Webseite www.demenz-kongress.de. Da sind auch Frau Gaußmann und ich vertreten. Wir werden auch dort nochmal unsere Schulungsmaterialien vorstellen und natürlich auch in Person an unserem Informationsstand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft vor Ort sein. Wer Lust, Zeit hat oder in der Nähe ist, sei herzlich eingeladen, dann lernen wir uns vielleicht auch auf diesem Wege kennen. Genau, dann sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt in die Runde überleiten für die Fragen und Rückmeldungen. Vielen Dank.